Hier vorne haben wir auch noch zwei. Also ich habe 10 Weizen. Ja, wir schmeißen die alle zusammen und machen Brote. Ja. Also wer auf die dämliche Kaktus-Idee gekommen ist, gehört geschlagen. Ja, der ist aber gut gerüstet, derjenige. Leider. Du machst Brote? Nö, ich hab's hier reingeschmissen. Au! Okay. Dann mache ich die Brote. Gleich das hier. Mit meinem letzten Schlag. Was ist das hier? Bann 3 und Plünderung 1. Ich bann dich dann auch. Also, gut. Ja! Okay. Das war ja jetzt nur das Mikro-Adventure gerade. Wir werden jetzt mal Richtung Intersection abgehen, wa? Jo, wer möchte Brot haben? 1, Ich 2, 3, habe 9 4. Stück. Ja, das passt. Und einen Weizen habe ich noch. Das passt schon. Ist Postio? So, ich habe zwar jetzt nicht wirklich viel Zeug dabei, aber. Ich nehme hier eine Kiste mit, Ich hätte dass gern wir. meinen Bogen wieder, das wäre cool. Und ein bisschen Kabel und ein bisschen Holz. Dann schmeißen wir uns zur Not irgendwo eine Kiste hin, wo wir die Sachen reinpacken. Oder ich hätte gern Moment, überhaupt. unos momentos, señores y señoritas. Ich hätte gern überhaupt erstmal einen Bogen wieder. Zur Regeneration nehme ich einen Trank mit für uns. Hat noch jemand Äftel einen Faden? Nee. Nö. Aber können wir mal gucken, ob wir hier Äftel eine Spinne finden? Nee. Okay. Momentan sieht es aus, als wenn hier nicht ein einziger Mob wäre. Nix. Die haben wir Ja, alle vertrieben. die haben gesehen, wir sind leicht aggro, also haben sie gesagt, nö, danke. Ach du, ach nö. Ach. So dringend notwendig habe ich das jetzt auch nicht, dass ich hier und so, ne? So, okay. Also ich habe auf jeden Fall mal, wie viel Wolle habe ich jetzt gemacht? 5. Ja, sehr schön. Na dann, würde ich sagen, ab in den Wasserfall. Jo. Auf dass wir ein nächstes Mal sterben. Ups, komm hoch. Ach, von hier oben sieht's aber auch ganz nett aus. Oh, schon da. Oh, das ging aber flott heute. Hast die Fahrstuhl-Melodie nachgemacht, oder was? Ja. Hast wenigstens auch die ganze Zeit auf den Boden geguckt? Der hat aber Nee, nach Ausdauer. oben. Oh, der ist ganz schön tief gefallen, der Junge. Ich mach gerade Let's Fail. Wo ist denn eigentlich unser Klettermaxe? Der klettert gerade. So, ich glaube, hier drüben leuchtet es so. Ah, das ist noch ein Glowstone, okay. So, da rein war das, ne? Ja, das war hier rein, aber erstmal sollten wir vielleicht auf den Experten warten, der hier versucht, das ganze Ding per Klimmzug zu erreichen. Okay. Tja. Einer muss ja klopfen. Und wenn es nur blöde Sprüche sind. Der Witz Oder ist, wir sind wart ihr Tatsache das? nach der gleichen Zeit noch nicht so weit wie letztes Mal. Uah! Nicht War dir das zu einfach, einfach das Wasser hochzuschwimmen, oder was? Na klar, ich wollte instant das saufen. ersaufen. So. Vielleicht sollten wir hier den Eingang mal ein bisschen. So. Meinst du, damit wir besser flüchten können, ja? Genau. Genau. Können wir das hier Und oben auch wir wegklopfen? haben einen Vorteil. Wir haben jetzt genügend Steine. Yep. Super. Ich gehe natürlich gleich die Wand hoch. Ja, wie immer. Hier in der Ecke war doch irgendwas, ne? Ja. Hörst du das Man Brüllen? hört es schon. Dahinter. Ich kletter mal. Und. Au! Entschuldigung. Boah, da schubst er mich da hinten rein. Ich glaub's ja. Eigentlich könnten wir den noch leben lassen. Ich gehe mal zur Kiste.
Don't do it. Au! So. Brot, Suppe, Brot, Wein, Steinschwert, Spitzhacke, blablabla, alles, was wir brauchen. Oder auch was man also nicht braucht. Wie ein kopfloser Zombie einen finden kann, ne? Der das riecht. Ja, kopflos, wie oft noch? Ja, womit riecht der? Der riecht mit dem Hals. Ja, ja, mit dem zweiten Gesicht, ne? Ja. Nee, da raus riecht er ja höchstens. Was ist jetzt los? Sag mal, wo kommt denn ihr alle her? Ja, wir haben einen auf jeden Fall vernichtet. Es kann aber durchaus sein, dass hier noch ein zweiter Spawner irgendwo rumgammelt. So, kommt gleich weiter. Ah, und ich habe einen gefunden. Und tschüss. Ausgeleuchtet. Das ist auch ganz gut so, weil meine Fackeln sind alle. Ich hab auch keine mehr. Ich hab noch 5. Und noch 2 Kohle. Wenn wir eine Schere hätten, könnten wir ja ein paar die mitnehmen, ja. Leitern mitnehmen, ja. Ja. So, tadadada, wir sind wieder in der Intersection, wir sind wieder da, wo es letztes Mal angefangen hat zu laggen. So, zum Victory Monument braucht man ja nicht, da war ja nichts Großartiges. Nee, nicht, dass ich wüsste. Wollen wir jetzt wieder mit den Tenuous Crystals anfangen oder wollen wir unserem Publikum was Neues bieten und The Black End Library machen? Ja, wir machen gleich Black End Library, ich hol mir mal schnell die Schuhe. Okay. Schuhe? Ja, ja, die Schuhe, die er da letztes Mal gefunden hat, waren ja sehr nett. So. Ich komme vor wie auf dem Trödelmarkt. Sehe ich das. Oh, Moment. Hast du deinen Bogen dabei? Kann ich den mal ganz kurz haben? Bleib mir mal bitte deinen Bogen. Was Moment. Ist denn da unten? Warte mal. Bei dem Spawner, genau. Mal gucken, ob ich noch snipern kann. Das sah gar nicht gut aus. Auf was schießt denn du gerade, bitte? Na, noch nicht ganz. Und zweitens, was heißt auf die andere Seite? Wir waren hier unten auch noch nicht. Nee. Weil da hat das Lecken angefangen. Beziehungsweise nicht das Lecken. Oh, Das ist ein Ender-Kristall. Aber den, anscheinend. Den Sand da wegschießen oder was? Nee, das ist ein Enderkristall. Jupp, das war's. Okay. So, damit habe ich schon mal 2 Spawner vernichtet. Aha, okay. War ziemlich explosiv. Okay, verdammt. Hier ist der Bogen wieder. Ja, kannst behalten. Oh, danke. Er ist ja eh fast tot. So, also jetzt hier unten weiter, oder? Da hinten sind aber auch noch 2 Kristalle, ne? Nein, ja. ich will woanders hin. Schaut mal rechts rauf. Rechts hoch? Mhm. Was ist denn da? Mal gucken, ob man die weggesniped kriegt. Was ist da oben? Ah, Kohle. Das ist aber links oben. Also so wie ich gerade geschaut habe, war es rechts. Nummer 1 ist weg. Ja, jetzt ist es rechts. Aber irgendwie ist der Spawner noch da, wenn ich das gerade richtig sehe. Villa. Okay. Ja, nur das Problem ist momentan das Hochbauen. Warum Hochbauen? Geht doch hier oben quer. Wird hier auf so einen Maps mit Hochbauen sowieso ganz vorsichtig sein. Ja, ja, dann sage ich ja, ich brauche momentan ein wenig länger, weil ich muss ja immer erst immer mit der Schaufel oder so vorhauen. Ja, nicht, dass ich auf einmal so lustige Gesellen vor mir stehen habe. Guck mal, wer da ist schon. Bei der Kohle. Hat schon seinen Grund gesagt, geh doch oben quer. Ja. Wir müssen nur für seinen Bomben aufpassen. Bomben? Bomben. Er heißt, baut gern. Er tarnt Kohle als Bombe oder was? Da sind da manchmal Bomben hinter. Jetzt weiß ich, warum dass ich mich hochbaue. Aber ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Da. Durch die Wand auch noch durch. Hallo. Ja.
Basti Fick. Komm, geh weg. In der Zeit, wo ihr da oben wichtigeren Arbeiten nachgeht. Ja, ja, du meinst, der Jürgen die Kohle runterschmeißt. So. Können wir uns ja merken, oder willst du jetzt komplett alles abbauen hier? Nö, ne? Nee, aber wir haben ja keine Fackeln mehr gehabt, also... Genau. Ja, was? Fackeln wären schon nett. Jetzt habe ich wieder 32. Ich habe auf jeden Fall 18 Kohle und ein bisschen Holz, ja. Das, ja. Also die Holzstufen übrigens standen hier schon. Ja, aber hier beim... Hä? Waren wir noch weiter unten? Ah, ja, okay. Ich gehe hier mal in die Truhe. So ganz spontan, an der kein Schild dran ist. Vielleicht explodiert was. Ach ja. 2 Stacks, Pflastersteine. Bombe, Bombe. Einfach ach nur ja, super. Ja, das war ja zum Rüberbauen, war das ja wohl. Genau. Kommt es mir nur so vor, dass hier gerade arschdunkel. Ja, ist richtig dunkel hier, ja, aber das ist ja normal, ne? Ja, leuchte mal hier am Rand auch aus. Ja, wollen wir jetzt hier weitermachen oder was? Ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann machen wir halt hier weiter. Ja, gut. So, vor allem, wir haben einen Bogen dabei. Da kurz weg, bitte. Von dem Kies. Oh. Ich hätte jetzt mit mehr Effekt gerechnet, ehrlich gesagt. So. Können uns jetzt wirklich mal hier rüber bauen? Oh, Redstone. Hallo, Redstone. Wir haben aber nichts da zum Redstone abbauen. Ja, bei Redstone wäre ich vorsichtig. Weil du weißt schon, dass es ein Signal ausgibt, wenn man da drauf haut, ne? Ja. Ja, das Redstone. Das in Verbindung mit TNT, das ist. Macht hübsche Fallen. Nein, habe ich nicht gewusst, aber jetzt weiß ich's. Wie gesagt, ist meine erste Vex-Map. Was er im Übrigen auch sehr gerne baut, ist unsichtbare Leitern, die irgendwo in der Gegend rumhängen, wo man sich rüberbauen möchte. Und wenn man die trifft, fällt oben die TNT-Falle runter. Aha, okay. So, wir haben jetzt nur ein Problem. Wir haben hier Ghasts und die müssen so schnell wie möglich beseitigt werden. Ja, warte mal, dass du einen Bogen hast. Ja, das ist gar nicht das Problem. Hier kann ich einen Bogen haben, wie ich will. Wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie tiefer kommen. Also da hinten ist eine Kiste auf dem... War zu hoch zum Springen oder was? Ich weiß nicht, ob das so günstig ist. Okay, den habe ich jetzt aktiviert, aber da passiert mir nichts. Ja, die steuern das Signal ja auch nicht durch. Das heißt, du musst schon dann wahrscheinlich den richtigen treffen. Wenn da was hinter ist. Was ja nicht gesagt ist, sondern... Es kann halt. Es existiert die Option. Okay. So, noch gehen die Spawner nicht los. Noch scheine ich nicht in Range zu sein. Jetzt geht's los. Oh, verdammt. Okay, ich warte jetzt erstmal auf den ersten Gast. Unseren ersten Gast, jawohl. Noch passiert hier irgendwie gar nichts. Okay, dann bauen wir noch weiter. Dauert schlafend oder so. Zack, zack, ich will an die Kiste. Also der erste, der dreht sich schon mal ganz merkwürdig. Ja, ja, wenn die sich drehen, ist der Spawner aktiv. Da ist gerade irgendwie Gravel runtergekommen. Ja. Jo, massig Kies. So, aber wir kommen halt hier nicht mehr hoch, das ist das Problem. Hier kann man aber auch runter. Doch, doch, du kommst. So. Hast du keine Steine mehr oder was? Doch, ich habe noch ein Stack. Also wir können uns hochstacken, aber wir sollten halt erstmal die Spawner ausschalten. Bist du dabei? Ich gehe runter, versuche die Ghasts abzuhalten und du vernichtest die Spawner von den Ghasts. Also als allererstes halt. In den Stein. Ihr habt schon gesehen, dass da nur mal 2 dahinter sind? Ja, ja, ich versuche gerade hier. Die Ghasts wirst du ja schon mal so los, offensichtlich. Ja, ich weiß nicht, ob die... Einer ist weg, die zu flackern. Und der dreht im Kreis. Die Spawner vernichten, aber erst wenn er da ist. Oder gehst du oben rum, jetzt? Drake ist schon, glaube ich. Ja, er ist gerade.
Ich sehe gerade nichts. Ne, du bist auch ein bisschen an der Wand, nur mal so. Okay. So, jetzt pass mal auf, sind da noch Spawner von den Ghasts oder nicht mehr? Ich glaube, hier fehlt mir die Aktualisierung Da irgendwie. oben sind zwei. Oh, da sind Skelette, die es auf dich abgesehen haben. Da unten. Ja. Also wenn jetzt einer auf mich schießt, ne, könnt ihr mich gleich abschreiben. Ja, ich habe gerade versucht, hier die Skelette, die auf dich fixiert waren, mal so ein bisschen davon abzuhalten. Wenn die auf mich schießen, habe ich aber das gleiche Problem, glaube ich. Was muss ich machen mit diesen Ender-Dingern? Nicht berühren, am besten zerschießen. Wenn du mir noch sagst, wie? Ja. Ich habe jetzt 128 Kohle. Jumpen wir mal runter. Jo. Geht's? Toll. Stone Tools and Food Low. Super. Ich sack mal ein und gehe hier runter von dem komischen Ding. Kommt ihr mal rüber? So, ich habe jetzt nur noch 3,5 Herzen. Wie viel hast du denn verloren beim Springen? Kommt doch zu mir rüber. 2 Herzen. Aber ja, ich versuch's ja gerade. Nein, ich meine den Jürgen. Ah. Okay, ich habe nichts gesagt. Jürgen wollte seinen Count erzählen, der waren viel zu lang gleich geblieben. So, ich bin jetzt hier irgendwie drin und anscheinend kommen die Skelette hier nicht rein. Also ich bin quasi unter dir. Ich habe nur leider keine Fackeln. Sonst würde ich den Raum Ja, hier noch ein bisschen mehr ausleuchten. dann musst du rausgehen, die habe ich ja fallen lassen. Ja, hier sind. Chris, kannst du mal runterkommen? Buddel dich einfach durch. Ach, warte mal, ich könnte mal ein bisschen Holz mitbringen. Ich weiß nicht, wie viel Holz ihr habt. Ich kann hier nämlich mit Potion Slow dienen und einem Railway Kit und Combat Supplies Medium. Ah, da gucken wir doch mal rein. Vielleicht kann ich. Ja, da kann man doch schon. Dann kann ich doch rausgehen. Definitiv, ich kann rausgehen. Und ich habe noch lange nicht alles rausgenommen. Hört sich auf jeden Fall lustig an, was du gerade machst. Ja, das Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich eine, doch eine Spitzhacke habe ich hier. Ja, die habe ich mir auch gerade baut. Hier draußen müssen irgendwo Spawner sein, auf jeden Fall. Definitiv. Da ist jemand ein Level aufgestiegen. So. Boah, hier draußen sind Autsch. Skelett-Spawner. Und zwar nicht zu knapp. Ups. Ui, Ja, kriege ich Besuch? Bombe! Sebi! Ja, ich krieg Besuch. Weißt du, wie viele Pfeile das du drin gehabt hast? Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, ich komme wieder zu euch. Ja, ich schaue den Skeletten mal zu, wie sie sich gegenseitig erschießen. Ja, mach das und versuch mal irgendwie meine Sachen zu retten, wenn es geht. Schaue ich so aus, als wäre ich lebensmüde? Ja. Ihr seid aber nett, danke. Wir müssen die Spawner draußen vernichten oder ausschalten. Alter, das sind fünf Stück, sechs Stück, sieben. Ja. Alter, ihr seid doch so verrückt. Du hast den Diamantharnisch und die guten Schuhe. Naja, ich hab gleich ein Leben weniger. Wissen Ah, wir auch, warum sein Mami! Counter immer so tief ist. Weil er immer die beste Rüstung hat. Ja klar, es kommt ein Skelett an Nee, sein mit Counter dem ist nicht, Schwert in weil er der immer so Hand. tief ist. Ich bin ja froh, dass die gerade nicht alle ziehen können. Kämpfe fürs Überleben deiner Truppe. Ich habe nicht mal eine Spawnwaage dabei. Aua!
Eine Spawnbarke. Wäre eine gute Idee, eine Spawnbarke. So, ihr bleibt jetzt draußen. Ja. Scheiße. Ich hab keine Kiste. Aber da hinten steht eine. Okay, ja. Ne, nehme ich die. Oh, da sind aber nette Sachen drin. Sind wir ja, mal raus? Sind sie auch. Unter anderem goldene Äpfel, die ich mir hätte mit rausnehmen können, wenn ich gewusst hätte, dass du so ein Feigling bist und drin bleibst. Wo hängt ihr denn rum? Also ich bin gerade auf dem Weg über die Brücke, die wir uns da unten jetzt haben. Bumm! Fallera! Aua! Ich renne natürlich voll gegen das Glas. Ja, ja, irgendwie lädt der gerade überhaupt nicht nach. Ne, bei mir auch nicht. Ich hab da arge Probleme, von daher weiß ich auch nicht, wo er rumtobt. Also ich sehe dich auf dem Dach da rum schon. Ja. Aber irgendwie, Moment, Escape drücken. Ja. Ladeserver. Nö. Das scheint am Server zu liegen. Und der hat mehr als genug Speichermöglichkeit. Ich habe ihm als Max 8 GB zugeordnet. Ja, die werden jetzt irgendwo im Eckchen hocken und sich das Fäustchen lachen. Die 8 GB? Ah, ich sehe einen Dreck. Nein, ihr zwei! Ja, ja.